Also ich muss gestehen, dass ich eigentlich die letzten Jahre nicht so ein Riesenfan von der Formel 1 war, weil halt die Chancengleichheit natürlich nicht so ist wie in anderen Serien. Aber natürlich, wenn du jetzt ein Teil davon bist und quasi ganz nah dabei bist, dann ist es natürlich nochmal was anderes. Also es ist schon eine ziemlich coole Erfahrung, vor allem die Serie ist halt die erste richtige nachhaltige Förderung für Frauen im Motorsport. Das heißt, sie sagen nicht nur, die machen jetzt hier die Serie, wo Frauen gegeneinander fahren, sondern es sind viele Testtage dabei, wir fahren mit Top-Teams, es ist halt alles hat Hand und Fuß und ist sehr durchdacht. Und natürlich das Drumherum ist natürlich ja, auch sehr besonders, dass wir mit Formel-1-Teams fahren und natürlich ganz nah dran sind. Das ist einmalig. Also ich bin mir schon ziemlich sicher, dass schon da draußen ein, zwei Kandidaten gibt, die so viel Potenzial hatten wie noch nie. Das bedeutet, dass die Chancen immer größer werden, dass es vielleicht in den nächsten 5 bis 10 Jahren eine sogar schafft. Also klar sollte man niemals nie sagen und nie aufhören zu träumen. Aber natürlich werde ich dieses Jahr schon 26 und ja, da wird es natürlich dann irgendwann dünn. Ich bin da eher realistisch und denke, dass es in diesem Leben noch schwer wird für mich. Aber natürlich bin ich so nah dran wie noch nie. Und ja, wer weiß, was die nächsten Jahre noch so passiert.